Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf Ulig Stillen Örtchen. Es ist, glaube ich, niemand da. Es ist gar keiner da. Hallo, es ist niemand da. Doch, Michaela 68 Haas, ich grüße dich. Evelyn Driesner, na hallo, wie schön, Zanibe. Hallo Katrin 18.5, wie schön, dass ihr da seid. Es freut mich sehr, herzlich willkommen auf Ulig Stillen Örtchen. Endlich mal in Ruhe reden und ich bin heute, also. Heute kommt ja nicht der Herr Karls, heute kommt ja der Herr Mommsen und ich bin tatsächlich leicht gerötet und ich bin tatsächlich nervös. Ja, ich bin tatsächlich nervös. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, es ist Sonntagabend und ich hoffe, vielleicht haben viele von euch schon Ferien oder nicht. Und jetzt habe ich doch die ganze Zeit dieses Paket mit mir rumgeschleppt von meiner Freundin und Designerin, die Tina Tack, die mein Logo gemacht hat. Ich bin hier mit dem Messer unterwegs. Und jetzt mache ich es mal auf mit euch, weil ich habe das ja von Graz nach München geschleppt. Dann war ich ja gestern in Köln, dann habe ich das Paket eingepackt, völlig bekloppt, weil ich gedacht habe, ich habe das stille Örtchen, aber ich habe das stille Örtchen gar nicht. Stille Örtchen habe ich ja heute. Dann habe ich es von Köln. Und hoffentlich zerschneide ich jetzt nicht irgendwas. Was ist da denn drin? Geschenke, Geschenke, Geschenke. Jetzt muss ich, glaube ich, sagen Werbung, wenn ich auspacke, oder? Obwohl es eine Freundin ist. Also, das ist Füllmaterial als erstes. Schaut mal. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ist denn das Feines? So mit so rosa, das finde ich ja auch schön. Ne? Kennt ihr das, wenn man so ein bisschen. Habt ihr eigentlich was zu trinken da heute? Ich habe ja überhaupt nichts da. Der Karl ist ja nicht da. Ich dachte, der kredenzt mir was Schönes. Aber der Mann ist ja auf dem Weg nach Graz. Jetzt habe ich mir was ganz Profanes gemacht. Schaut euch das mal an. Schau mal, ich habe. Ich trinke Milch. Hab, manchmal habe ich so ein. Kennt ihr das, dass man so einen Hieper auf Milch hat? Werbung, das sind Geschenke. Liebe Grüße an die Nordsee zurück aus München. Ja, da komme ich, wie das aussieht. Schaut mal bitte. Schaut mal bitte. Aber sie hat mir das geschenkt für stille Örtchen. Ich finde doch schön, wenn ich was für stille Örtchen kriege. Schaut, die sieht fast aus wie ich, ist nur ein bisschen schlanker, die Figur. Was haben wir denn hier? Schaut mal, wie schön. Ein Bild für stille Örtchen. Ein Gemälde. Oh, wenn man Künstler zu Freunden hat. Da muss man selbst gar keine. Guckt mal bitte, schaut mal bitte, schaut mal bitte. Ist das nicht schön? Guck mal, das passt doch total in meine Toilette, oder? Schaut mal, wenn ich das hier so. Oder wenn ich das hier so hinhänge, was meint ihr, mit so einem Elefanten oder da? So ein bisschen so ein Glücksbringer? Guck mal, was hat die gemalt, oder? Tina Tack, ruf mich an, wie du das gemacht hast. Das ist ja wunderschön. Schaut mal. Ist doch schön, oder? Süß. Oder ein Elefant auf einer Pusteblume. Wahrscheinlich ist es eine Anspielung, weil ich bin ja auch manchmal wie so ein Elefant, ja. Aber ich bin quasi so zart, dass ich auf jeder Blume bestehen könnte und die nicht kaputt gehen würden. Ich werde das hier mal so, guck mal, die hat auch einen Anhänger gemacht. Dann werde ich das hier anhängen. Das mache ich das. Das mache ich dann. Ist jetzt zu viel Aufwand, aber das mache ich dann. Tina, vielen, 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 vielen Dank. Es freut mich sehr. So, ihr Lieben, es ist soweit. Also ich sage euch was, der Oliver Mommsen, also deshalb, ich habe mit dem vor, ich habe das gerade mal ausgerechnet, mein Gott, man wird ja immer älter, ne? Ich habe mit dem gedreht 2006, in dem Jahr 2006, das Beste aus meinem Leben von Axel Hacke. Und da war er mein Mann, also er war praktisch der Hacke und ich war Paola, seine italienische Frau. Und da habe ich mir, jetzt habe ich auch gedacht, ich mache es heute so ein bisschen mondäner, was meint ihr, so ein bisschen. Meine Tochter hat mir einen Faszinator genäht. Wirklich? Karen, Karen? Wirklich?
Ja, dann her damit. Schick mir mal privat eine Nachricht und dann sage ich dir, wohin man schicken kann. Sehr fesches Out. Wo ist das denn Gewand denn nun her? Tante Julisch. Das Gewand habe ich gestern extra für den Herrn Mommsen in einem Kaufhaus in Köln erstanden und habe ein Schnäppchen gemacht. Ich liebe ja Sale, wenn man im Sale was kaufen kann. Es hat 17,90 Euro gekostet. Was sagt ihr dazu? Komm, mit so einem neckischen, kurzen Arm. Das kann man doch noch tragen, oder? Soll ich mich mal hinstellen? Ich könnte ja auch mal so eine Modenschau machen. Das machen wir dann, wenn der Guido kommt. Oder? Dann kann der mal sagen, na gut, so ist das vielleicht nicht so vorteilhaft, oder? Gott. Ja, so, schauen wir mal, wo der ist. Ja, und es gibt ja eigentlich so wahnsinnig viel zu erzählen. Ich habe gestern, das möchte ich auch noch sagen, ich habe gestern so Videos aus dem Zug gemacht, da habe ich kurz die Maske abgenommen, unerlaubterweise. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe sie dann wieder aufgesetzt. Aber es war nur ganz kurz und ich war mit meiner Agentin, war ich sozusagen im Abteil, da ist nichts passiert. Schick, ja, das ist total schick, oder? Also ich finde, man muss auch mal so ein bisschen blau tragen, ne? Mit so einem freshen, ich habe jetzt, das beißt sich ein bisschen, seht ihr das? Es beißt sich, aber ist ja gar nicht so schlimm. Wie geht's denn euch eigentlich? Hallo, schreibt ihr mir mal, ihr müsst mir mal schreiben, wie es euch geht. Ich höre gar nichts von euch. Du findest, es schaut toll aus, Andrea Biggi, die Erste. Ja, schick, ich finde es auch ganz schick. Bin auch wieder auf meinem heimischen, ist auch schön, wenn man wieder zu Hause ist, oder? So auf der heimischen, vom heimischen stillen Örtchen. Das war ja schön in Graz, aber wenn man dann so, zu Hause ist es doch am schönsten. Ich muss es euch sagen, wie es ist. Zu Hause ist am schönsten. Schauen wir mal, wo der Herr Mommsen ist. Jetzt werde ich schon wieder rot. Das geht, also irgendwas stimmt mit meinem, da, jetzt. Teilnahme nicht möglich. Oliver, du musst, warte mal. So, jetzt geht das schon wieder los. Das ist, weil wir sind halt alle, wir sind ja noch nicht Gelernte, möchte ich sagen. Olli, du musst noch mal raus und du musst noch mal rein. Weil da steht jetzt Teilnahme nicht möglich. Ich habe keine Ahnung warum. Und du musst mir eine Anfrage stellen. Probier das bitte noch mal. Ich nehme mal kurz die Ute Steinborn rein. Solange nicht da bist, Oliver. Ute Steinborn, bist du da? Ich habe dich jetzt einfach reingenommen. Hoffe, du kriegst keinen Schock. Kriegst du einen Schock jetzt? Hallo, guten Abend. Es ist Sonntag. Kommt sie? Da, warte, lass mich das nochmal schauen. Da, jetzt. Olli, pass auf, jetzt. Die Ute hat sich nicht getraut, die ist weg. Guck mal. Wo ist er denn? Noch ich. Oliver, du steht warten auf Oliver Mommsen. Was machst denn du? Bist du jetzt da? Gute Besserung, was ist passiert, Petra? Schöne Grüße aus dem Sauerland, ganz lieben Gruß zurück. Ganz lieben Gruß zurück. Olli, du musst jetzt reinkommen. Miriam, hallo. Miriam Knickrim, eine ganz großartige Fotografin. Da muss ich jetzt auch wahrscheinlich wieder sagen, Werbung, Werbung, Werbung. Die ist ganz toll und die hat mich fotografiert. Und dann sieht man wirklich hervorragend aus. Das ist ganz schön. Ja, Oliver, warten auf Olli Mommsen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich probiere es nochmal. Ich kann euch dann gleich schon mal Fotos zeigen, woher wir uns kennen. Ich gucke nochmal, ob das geht. Warte mal, ich stelle nochmal. So, jetzt. Schaut mal, ich habe nämlich, also wir haben 2006 das Beste aus meinem Leben gedreht. Und ich finde, ich muss euch das mal zeigen. Wenn der gleich kommt, muss ich euch das zeigen. Ich habe so... Schaut mal bitte, wie lang das her ist. Schaut mal. Seht ihr das? Guck mal. Ich habe mich doch überhaupt nicht verändert, oder? Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist ja eine andere Frau. Ich weiß ja gar nicht, wer das ist, sozusagen. Das ist mir ja ganz fremd, oder? Ist das nicht euch auch total fremd? Olli, wo bist denn du? Was ist los? Ich hab dich nur per Foto. Wir probieren das nochmal. Also, probier dich nochmal. Also, du hast angefragt und ich drück drauf und du kommst rein. Jetzt kommst du gleich rein. Gut. Solange ich also auf dich warte, werde ich einfach weiter Geschichten erzählen. Und zwar... Ich weiß nicht, schaut hoffentlich der Herr Karl zu. Er schaut ja gerne zu, der ist ja gerade im Zug und hat gesagt, er probiert zuzuschauen. Und
Es ist sozusagen, es gibt eine Geschichte, wir haben also das Beste aus meinem Leben gedreht, das haben wir damals. Entschuldigung, ich habe hier vier Geräte und keins funktioniert. Verzeihung. Mein Problem! Hallo! Schweißausbrüche. Ja. Oh. Nicht schlimm. Es ist nicht unser Medium. Ich bin begeistert. Schau Dachchen. Mal. Schau Hallo. Mal, Olli, guck mal. Ja, kein Wunder, dass die Serie nicht gezündet hat. Ich meine, schau dir das an. Schaut euch das mal an, bitte. Guck mal, das habe ich alles ausgedruckt. Ach du Schande. Ich meine, wie alt ist denn Joshua, hieß der, oder? Ja, der hieß bestimmt Joshua. Ja. Das heißt, der müsste jetzt wie alt sein? Keine Ahnung. War nicht einer der Brüder von denen, einer von den wilden Kerlen sogar? Meinst du? Ja, ich glaube, der war dabei. Die waren alle irgendwie so lauter hochtalentierte kleine Scheißerchen. Aber der müsste doch jetzt mindestens 20 sein, oder? Immer Alter, einfach mal. Was? Seit wann bist du so auf Mathematik? Ja, du, seit ich Homeschooling mache, mein Lieber. Hast du die Addition und Subtraktion jetzt wieder drauf? Aber schau dir, das kannst du dich daran noch erinnern. Das haben wir auch in der Serie gemacht. Ja, und das war ziemlich geil. Das wäre ziemlich geil, oder? Da haben wir Pulp Fiction nachgestellt. Guck dir das mal an. Und wir hatten Cha-Cha-Cha-Unterricht. Mhm. Olli, du sollst ein bisschen mehr Licht machen, bitte. Die Damen möchten dich sehen. Nee, das habe ich extra so gemacht. Ja, aber... Ich bin hier in den Bergen, hier ist nicht viel mit Licht. Das ist ein Lagerfeuer. Mach das Licht bitte an. Ich habe kein Licht. Du hast doch Putzlicht. Putzlicht. Nee, ich habe kein Licht. So, jetzt, das muss man jetzt so nehmen. So, tut mir leid. Ich bin in den Bergen, da sieht man so aus. Du siehst immer gut aus. Ja, danke. Deswegen habe ich das Licht auch aus. Nein, aber weißt du, also ich muss dir was sagen, ich habe vorhin, ja, also wie gesagt, ich habe alles ausgedruckt und habe einen nostalgischen Anfall gekriegt, weil wir haben ja damals das fertig gedreht gehabt und dann bist du nach Berlin zurück und ich bin auch nach Berlin und dann habe ich in Hamburg gedreht und dann hatten wir auf dem Münchner Filmfest, hatten wir ein Screening, kannst du dich daran erinnern? Ja. Und dieses Screening war am 16.07. und ich konnte erst nicht, weil ich hatte Nachtdreh. Und dann haben die mich früher abgedreht und habe ich um 3 Schluss gehabt und bin morgens um 7 geflogen. Das werde ich nie vergessen. Und ist dieses Foto entstanden von uns beiden. Pass auf, ich meine, da bin ich so dünn, ich weiß gar nicht, ob ich je was gegessen habe damals. Aber auf jeden Fall bin ich weg von dir und bin auf die Premiere vom Spreewald-Krimi in das Lokal Stimmt so und habe da den Herrn Karl getroffen. Nein. Doch. Das ist sozusagen 3 Stunden, bevor ich meine große Liebe getroffen habe. Zeig mal. Das sieht man doch schon. Das kann man doch schon erkennen. Da ist doch schon so ein Glühen, so ein Vorleuchten. Oder? Und guck mal, wie ich mich für dich freue, dass du gleich den Karl triffst. Ja. Das hängt alles zusammen. Sekunde, ich hole mir so einen Aluhut. Ja. Schau dir das mal an. Ich meine, ist doch ein Knaller, oder? Da habe ich vorhin, wie ich das aussehe, fange ich da an zu weinen. Weil ich dieses Outfit hatte ich genau nur 2-mal in meinem Leben an. Es hat auch nur 2-mal in meinem Leben gepasst. Ja? Weil der Herr dir das zerrissen hat. Nein, aber ich habe, danach hat es, keine Ahnung. Und das hatte ich 2 Monate vorher, da habe ich ihn das erste Mal gesehen, auch an. Da hatte ich noch die Extensions drin. Und dann hatte ich das bei unserem 16.07. Ich bin... Entschuldige, es geht gar nicht um den Karl, aber es geht um uns. Aber weißt Doch, du, dass... es geht immer um den Karl. Irgendwie geht es immer um den Karl. Da hast du natürlich vollkommen recht. Und ich habe dann auch noch mit der Christine gesprochen. Kannst du dich an die erinnern? Die Kostümassistenz vorhin, weil ich so einen nostalgischen Anfall gekriegt habe. Nein, aber Mika, die Kostümbildnerin. Mika und die Assistenz mit... von der, die Christine, die Rassige mit den langen Haaren, die damals ihren Mann wieder bei uns am Set traf und wieder fall in love und ein Kind bekommen haben. Und dieses Kind ist der beste Freund meines Sohnes. Weißt du was? Dann ist doch egal, ob die Serie gefloppt ist oder nicht, oder? Hat alles Wir könnten sie ja wieder auflegen. 15 Jahre. Wir scheinen eine verbindende Energie zu haben. Ja. Okay. Absolut. Machen wir alle glücklich. Sag mal, was holst du jetzt noch? Was hast du eigentlich alles auf dem Klo? Ja, ich bin hier in meiner Toilette. Da gibt es viel, muss ich dir sagen. du hast auch einen Anbau.
Ja, es ist ja eigentlich ganz klein hier, aber ich habe mich ja mittlerweile hier häuslich niedergelassen, sozusagen. Und, ach Mensch, ist das schön. Wo bist du eigentlich? Was machst du eigentlich gerade? Ich bin bei jemandem, den du ganz gut kennst, der auch schon mal da bei dir auf dem Klo war. Also, der ist wild. Ja. Und der ist beim Kaiser. Wartet! Bitte warten! Wo ist der Herr? Ich lese ja diese Dinger nicht, das kannst ja nur du lesen. Also du musst sagen, wann der erste... Warte, du erzähl weiter, mach noch ein paar Fragen. Erzähl. Der ist sehr lustig und der ist schon sehr lange lustig und der ist nicht aus Deutschland und ich darf aber trotzdem hier arbeiten. Na, hallo, warte, Leo Beo 1412, gewonnen! Beim Hans Siegel, im Wilden Kaiser, beim Bergdoktor darf ich mitspielen. Also jetzt nur einmal, leider. Wieso einmal? Naja, für eine Episodenrolle. Also ich bin jetzt nicht, habe jetzt nicht angeheuert als Arzt. Ich wollte Mark Keller nicht in die Quere kommen. Obwohl du natürlich, entschuldige, so als so ein, du hättest ja vom anderen Klinikum mal kurz mit dem Hubschrauber einfliegen können als Experte. Findest du nicht? Also ich habe ja mehrere Arztserien hinter mir. Dr. Tim Eckert, Spezialgebiet Minimalinvasiv bei Stefan Frank. Benjamin, die Sprechstundenhilfe von Ursula Monn bei Dr. Monika Lind, Hausfrau, Ärztin, Geliebte. Und Dr. Mannhardt. Da habe ich mitgespielt. Fieber, heiße Zeit für junge Ärzte. Ja, und ich möchte sagen, da warst du ja ganz weit vorn, ne, als Arzt. Ich war Arzt im Praktikum und konnte mal keine Menschen anfassen und bin dann in der Pathologie gelandet. Ja. Also ich könnte quasi hier auch am offenen Herzen operieren, aber hier spiele ich was anderes. Ja, hier spiele ich eigentlich eher einen Patienten, aber zu viel verraten wollen wir nicht. Aber es ist der Hammer. Es ist der Hammer. So schön. Wo in welchem Hotel bist du? Ich bin, also wenn ich länger da bleiben darf und die Produktion meint, ich könnte auch selber auf mich aufpassen, dann bin ich eigentlich lieber jemand, der eine Küche hat und selber so ein bisschen mehr zu wursteln als einen Stuhl und ein Dings. Ich muss brauchen Staubsauger. Ich habe eine Ferienwohnung hier bekommen und gucke direkt auf den Wilden Kaiser. Hätten wir früher angefangen zu sprechen, Entschuldigung, hätte es auch mehr Licht gegeben und man hätte alles sehen können. Ich habe das so schön vorbereitet. Ich habe die Berge ins Bild geschoben und jetzt sieht man halt nichts mehr. Hast du denn ein Foto davon, was du zeigen kannst? Warte, vielleicht, es gibt noch einen Berg Glimmen oder sowas. Mal gucken. Also man muss, das war schön. Aber Foto kann ich zeigen. Kann ich das jetzt hier währenddessen machen? Nee, ne? Ja, aber Vorsicht, nicht, dass du mir da dein Schlafzimmer zeigst. Ich habe kein Schlafzimmer, ich habe einen Schreibtisch und einen Staubsauger. Warte mal, Foto. Leo Beo, dann schreib mir eine Nachricht, dann kriegst du natürlich ein Buch. Oh, guck mal, ich habe hier schon... Schreib mir, welches du möchtest. Schreib mir privat eine Nachricht. Privat. Nicht öffentlich. Bei deiner Adresse. Und dann kann ich dir aussuchen, Mein Gewicht und ich, das... warte mal. Wie heißen meine anderen Bücher? Qualle, Formale und... Doch, das passt. Ich habe es ausgemessen. Also, welches du haben möchtest. Olli, entschuldige. Ich habe kurz mit der Leo Beo konferiert. Wo ist Ja, du musst da auch nebenbei noch ein paar Sachen erledigen. Also, das wäre jetzt mal ein Foto. Kann ich das zeigen? Ja. Sieht man das? Nee. Doch. Oh. Ja, so hat das vorhin hier noch ausgesehen. Ihr seid leider ein bisschen zu spät. Warte mal, dreh dich doch mal so, das hat der Herr Karl vorgestern gemacht, dass du vor diesem Bild bist. Wie sieht das denn aus? Ja, aber dann habe ich gar kein Licht mehr im Gesicht, aber ist okay. Nur einmal, ach so, ja, das ist Quatsch. Ja. Das ist eine Fototapete. Und jetzt bist du auch noch über den Sachen, was geschrieben wird. Was? Technik sind begeistert. Ich flippe aus. Dass man uns überhaupt auf die Menschheit loslässt. bitte, wir müssen eine gute... Entschuldigung, ich muss das kurz. Olli, geh ein bisschen nach rechts, weil du bist... So, bin ich so weit. Nicht so weit. Wieder zurück. So. So ist es schön. Weil dann was ist passiert? Was hast du jetzt gemacht? Nein, da kommen doch Kommentare, weißt du? Und auf meinem Kopf? Auf deinem Gesicht, genau. Das heißt, über mein Gesicht, nein, nicht das auf mein Gesicht. Frei ist. Frei. Seitdem du in Österreich lebst, frei. Wirklich. Ich möchte kurz eine
Anekdote von unserem Dreh damals erzählen. Das ist sehr lustig. Kannst du dich noch an die Szene auf dem Marienplatz erinnern? Ja. Nein, die erzähle ich. Bitte. Ich erzähle den Anfang. Ja. Wir haben ich weiß nicht mehr, wie das Kaufhaus da hieß, in so einem am Ausstattungsladen. Irgendwie, es ging darum, Anzug kaufen, weiß nicht was. Jedenfalls rannte Frau Uhlig auf den Marienplatz und ein von uns gespielt, also ein Schauspieler, rannte hinterher und schrie: Haltet die Dieben! Jetzt bist du dran. Wir hatten eine Drehgenehmigung, aber glaube ich nur für das Kaufhaus. Der Marienplatz war nicht abgesperrt und mit 4000 Statisten versehen. Es miss ich also ein rüstiger 80-jähriger bayerischer Rentner auf Frau Uhlig, tackelte sie nieder und sagt: Ich hab sie! Nee. Das war eigentlich so: Du hast aus dem Fenster oben geschaut, ja? Und ich bin rausgerannt, weil ich, glaube ich, den Anzug per Licht sehen wollte. Ja, genau sowas. So, ja. Und daraufhin rannte mir der gestellte Schauspieler, der Kaufhausdetektiv, hinterher und hat mich doch so unsanft, in Anführungsstrichen, angefasst. Und der Rentner hat doch auf den dann eingeschlagen und hat gesagt: Ich rettet die Frau in Ruhe. Das wurde immer wilder und eine Menschentraube um uns rum. Und ich immer: Hilfe, Hilfe, den Schlagen! Und dann haben sich doch nachher die Teamleute eingeschaltet, weil es drohte zu eskalieren, weil man mir helfen wollte. Ja, aber da war ich schon beim Mittag. Da habe ich nicht mehr. Das ist das Schöne an dir, Olli. So, pass auf. Dann stelle ich dir mal kurz 10, 11 Fragen. Weißt du, bei mir in meiner kleinen Show, da ist es ja so, da stellt man nicht 3 Fragen, nicht 10, da stellt man 11. Und du antwortest kurz. Ja? Ja, gut. Bauch oder Kopf? Leider Kopf. Genießen oder schlingen? Genießen. Sommer oder Winter? Was kommt? Also Sommer. Ski oder Fußball? Ski. Käse oder Fleischfondue? Käsefondue. Komödie oder Drama? Komödie. Duschen oder baden? Duschen. Schwarz oder weiß? Weiß natürlich. Ring oder Kette? Kette. Okay. Eifersüchtig oder nicht? Nicht mehr. Verheiratet oder wilde Ehe? Verheiratet. Alles klar. Herrlich. Nächste Frage. Die nächsten 11 Fragen. Nein, jetzt ist die Frage: Hast du eine Verbindung zum stillen Örtchen? Also zum echten, im Volksmund gesehenen, meine ich jetzt mal. Ein Klo? Ja. Ja. Ich bin mit einem nervösen Magen auf die Welt gekommen. Ich habe keine Ahnung. Und habe rausgefunden, das ist in Situationen, wo Stress ist oder keine Ahnung, das ist viel besser geworden. Bin ja jetzt auch ein paar Jahre. Aber als Kind, Jugendlicher, Magenkrämpfe. Und am besten war, sich flach auf den Boden zu legen. Und es ging halt, wenn du irgendwo mit den Eltern essen warst oder Familienfeier oder keine Ahnung, sollte auch nicht jeder immer mitbekommen, habe ich mich auf dem Klo immer auf den Boden gelegt. Ja, war vielleicht keine gute Idee, aber da dann flach auf den Rücken und dann waren die Bauchschmerzen weg. Dann wurde zweimal ordentlich und dann bin ich wieder rausgegangen. Ja. Ach, das ist ja interessant. Okay. Ist ja interessant. Nein, das finde ich ja, weil da kannst du ja in Ruhe sein. Das kann man ja draußen nicht machen. Und draußen kriegt man ja mehr Krämpfe sozusagen. Genau, es musste irgendwo ein Platz sein, wo mich keiner sieht, wo ich irgendwie mich mal ganz kurz beruhigen durfte. Sag, und zu dem stillen Örtchen im Volksmund, was hast du da für eine Verbindung zu? Wie, Volksmund? Also das stille, also sozusagen der stille Ort an sich. Ach so, der. Ja. Lebenswichtig für uns, die ganze Zeit irgendwo, wenn du am Set bist, wirst du ja immer angeguckt und bist irgendwo in einem Mittelpunkt, weil sie wissen wollen, ist er da? Hat er sich irgendwas ins Gesicht geschmiert? Hat er einen Fleck irgendwie? Und wie sieht er aus? So. Und irgendwann brauchst du mal einen Platz, wo du nicht gesehen wirst. Und ich habe zum Beispiel, mit ganz vielen Aufnahmeleitern, habe ich einen kleinen Wettbewerb am Laufen, weil ich mich immer so hinsetze, dass sie mich nicht sehen, aber dass ich alles höre.
um dann zu sagen, okay, die Schauspieler sollen dann stich nicht neben ihm und sagen, hallo, oder neben ihr. Und ich bin an jedem Set eigentlich ein stilles Örtchen. Ich brauche da nicht viel und es macht einen Riesenspaß, auf der einen Seite so mitzuspüren, okay, jetzt langsam können wir Konzentration aufbauen, wir kommen jetzt wieder in die Phase. Das ist zum Beispiel am Set für mich überlebenswichtig. Es gibt ganz viele Kollegen, die können den ganzen Tag durchquatschen. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Nein, bitte nicht. Das wäre mir ganz wichtig, dass du jetzt nicht sagst. Das wäre mir jetzt wichtig, dass wir das lassen. Nein, und die brauchen das für ihre Energie. Und ja. Ich muss manchmal aufpassen, dass... Ja, da muss man aufpassen. Da muss man sich auch zurückziehen von diesen Menschen. Da muss man sich wirklich zurückziehen. Ja, still, Örtchen auch. Schön, dass wir das jetzt besprochen haben. Dann möchte ich noch... Warum... Wie viellagiges Klopapier bevorzugst du? Ich finde, dass dieses 17-lagige, super weiche mit Zitronenduft, dass das eigentlich, das ist überbewertet. Also ich finde, so ab 3 Lagen wird es dann auch irgendwann unverschämt. Okay. Und ich wickel mir das auch nicht 1000-mal so um die Hand. Nicht? Nee. Du? Ja, da gibt ich ja. Nee. Doch, manchmal ja. Manchmal ja. Also vor allem, es gibt ja da doch Unterschiede zwischen dem Klopapier. Nicht? Also da gibt es ja, was ich ja gar nicht mag, wenn ich auf so einer öffentlichen Toilette bin, und kennst du das, wenn die so rationiert sind? Wo du so ziehst und dann ist so Schluss, wo ich so denke, Entschuldigung. Ja? Ich lebe in einer freien Demokratie. Ich darf selber entscheiden. Wie viel ich ziehen möchte und wie viel nicht. Ja. Ja, die Dinger können, die können an der Grenze sein. Ja, gebe ich dir. Und bei den Frankreich zum Beispiel, da hast du ja in südländischen Ländern hast du die ja portioniert und dann sind die aber auch so hart wie Holz. Ja. Mhm. Und die Zerfleddern. Ja, also gut, wir wollen jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, nicht wahr? Warum? Ja, weil ich möchte ja sozusagen. Was für Kommentare habe ich auf meinem Kopf? Schönes Klogespräch. Und ich muss dir sagen, Olli, einmal bitten wir dich, alle nochmal das Licht anzumachen. Nur nochmal sozusagen zum Ende kommen, dass du so eine Erscheinung wirst. Verstehst du? Ich habe kein Licht, wirklich. Es gibt's doch gar nicht. Nee, die Produktion hat gesagt, dann kriegen sie die Wohnung billiger. Ist du, hier geht die Sonne ganz spät unter und ganz früh wieder auf. Die paar Stunden kann ich auch im Dunkeln sitzen. Ja, das ist, verstehe ich. Du hättest dir natürlich eine Kerze schenken können. Weißt du, so ein kleines Flackerlicht, wie im Namen der Rose, hätte dir natürlich fantastisch gestanden, muss ich sagen. Ich habe hier einen riesen Computer stehen und versuche, Licht zu machen. Das ist eine Kerze quasi. Du bist ja gar nicht gealtert. Ja, deswegen habe ich Licht aus. Achso. Ich bin dann nicht doof. Ja, weißt du, ich habe einfach ein bisschen mehr zugelegt. Das glättet die Falten. Deshalb kann ich volle Lotte Licht machen und es passiert gar nichts, möchte ich sagen. Du, ich möchte unbedingt ein Spiel mit dir spielen. Ja. Weil ich habe die ganze letzte Zeit nicht gespielt und ich habe dir erklärt, dass ich jetzt einen Buchstaben hochhalte. Bitte, ihr Lieben, bevor wir das machen, Moment. Wir machen jetzt erstmal alle wach. Ihr Lieben da draußen, jetzt passt auf, wir müssen unser Foto machen und ihr müsst den Screenshot machen und es mir dann in die Story zuschicken und den Olli verlinken, mich verlinken und das Hashtag stilles Örtchen. Und dann kriege ich das. Und wir machen diesmal 3 Bücher und ich würde sagen, welches wollen wir denn verlosen? Olli, ich verlose immer so gern meine Bücher. Der Verlag hat mir die Bücher geschickt, die darf ich verlosen. Ich glaube, wir machen jetzt Qualle vom Malle nochmal, weil es ist Urlaubszeit und da ist es gut. Und zwar... Darf ich vorstellen, so darf man bei Frau Uhlig mitsprechen. Ja, nee, Qualle für Malle finde ich super. Find ich gut. Möchtest du ein anderes, Olli? Bitte. Du kannst, bitte. Möchtest du, doch, das passt, ich habe es ausgemessen. Du kannst nicht Qualle lesen, Spiegelverkehr. Guck mal, mit dem Bett drin. Nee, Qualle. Qualle in Malle. Qualle. Gut. Aber, Entschuldige bitte. Mach so, komm mal näher. Guck mal, ich komme so und du kommst von unten hoch. Du musst hoch, dass dein... Warte, runter, runter, Olli, runter, runter. Nur so die Hälfte. Ich brauche deine Nase und dein Unterteil. Komm mal näher. Bisschen höher. So, so ist schön. Und jetzt... Thema was?
Du musst ein bisschen höher wegen der Brille. Ja, ja, ist gut, okay, ich hab's. Ja, schönen Tag hier auf dem stillen Örtchen bei Elena Uhlig. Oh, warte, ich kann mich bewegen. Du kriegst eine kleine Schweiznase. Das passt zusammen. Wir sind in unserer Kindheit getrennt worden. Man hat uns auseinandergebracht. Ja, schau mal, unsere Gesichtsformen gehen total. Warte, mein Ohr, das Ohr musst du noch mal. Ja! Vielen Dank. So. Und das ist total schön, weil ich rahme die dann und dann mache ich damit eine Ausstellung. Ich bin ja wahnsinnig gerne Fachidiot, aber diese Multitalente hauen mich jedes Mal wieder vom Hocker. Gibt's gar nicht. Was kannst du eigentlich nicht? Ganz viel. Ganz viel. Ich kann nicht ruhig sein. Ja, das wissen wir alle. Ja, ich glaube, ich kann nicht allein sein. Ganz schlecht. Und ich glaube, ich kann nicht so gut kochen wie der Herr Karl. Wer kann das schon? Ja, wer kann? Überhaupt. Entschuldige. Überhaupt. Pass auf. Guck mal hier. Ja, das ist ein F. Ich habe auch ihm zu Ehren das F genommen. Ja. Und ich drehe mich Fall? Jetzt für Friedrich. Und ich drehe mich jetzt um und du zeigst einen Gegenstand. Und ihr Lieben, passt auf. Ich bin umgedreht. Du zeigst den jetzt. Und wenn du ihn wegtust, dann sagst du mir das und dann zähle ich bis 10. Weg. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und jetzt mache ich die Uhr an und jetzt erklärst du mir den in einer Minute und ich sage, was es ist, mit F immer. Aber jedes Wort muss F sein? Jedes Wort. Du, jetzt hast du noch 53 Sekunden. Für Feierabend faule Flitzer fühlen feine Frische Fenfi Fauft Fem Fenefplaf Fem. Was? Tennisfall. Tennisball? Ja, danke, geht doch. Wunderbar. Was krieg ich? Aber du darfst nicht Tennisball sagen. Ich habe Tennisfall gewacht. Darfst du aber nicht. Hast du mir Miffenfach? Oh. Hab doch Bini verfampen. Aber du warst hervorragend, möchte ich sagen. Danke, Föhn. Fanke, Föhn. Oh, es piept. Yes. Jetzt muss Olli Tennisball sagen. Ich habe dir das Spiel sabotiert, es tut mir leid, aber es war so schwer. Du hast es ein bisschen sabotiert. Du hast es sabotiert. Ich habe die Hälfte der Zeit mitgespielt und dann habe ich mein eigenes Spiel gemacht. Aber es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, ich habe es völlig akzeptiert. Mein Lieber, es ist schon wieder Zeit. Ich werde mich von dir verabschieden. Weil du dich nicht an Karl kümmerst. Nee, der Herr Karl ist im Zug. Der fährt durch Österreich. Der ist mit dir in Österreich. Nein, das kann nicht wahr sein. Wo denn? Der fährt in Richtung Graz. Guck mal, vielleicht fährt er draußen vorbei. Warte. Die Richtung. Ist er weg? Und der dreht nämlich morgen in Österreich. Oh, alles klar. Und du kümmerst dich um die Kinder jetzt, oder was? Ich kümmere mich um die Kinder und ich kümmere mich um stille Örtchen und ich kümmere mich um mich. Und ich mache jetzt mal das Licht aus. Du hast Licht aus? Okay. Das war schön. Das war ganz schön, dich wiederzusehen. Hey, ich danke dir. Auf Wiedersehen. Erinnern Sie sich bitte nicht, junge Frau. Nein. Auf Wiedersehen. Ciao. 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 Oh. Ach Mensch, ihr Lieben, es war so schön. Vergangenheit, oder? Wahnsinn, was wir da damals... Ich zeige euch nochmal, ich sage euch jetzt zum Abschied, zeige ich euch nochmal dieses absurde Bild von Olli und mir an dem Tag, wo ich Herrn Karl traf. Es ist herrlich. Es war schön mit euch. Ich hoffe,
Ja, wir sehen uns wieder und wir sehen uns am Donnerstag schon wieder um 22.15 Uhr live und da kommt die Janine Kunz und auf die freue ich mich auch total. Olli, es war ganz toll, dass du da warst. Ich danke dir sehr. Wilder Kaiser, da muss man mal hin. Das ist eine ganz, ganz schöne Gegend. Überhaupt die Berge, da kriegt man, genau wie am Meer, kriegt man so einen Frieden. Und ich finde ja, Frieden ist manchmal ganz wichtig. Den hat man auch viel zu selten. Und war toll, dass ihr da wart. Jetzt kommt der Jingle. Einen schönen Wochenstart. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.